ja so wie auch bei Type Beats so. Ich finde halt Type Beats, die Leute, die Type Beats bauen, die offenbaren einfach, dass sie eigentlich gar nicht so einen künstlerischen Approach haben, sondern die wollen einfach nur Dienstleisten, ganz genau. Und ich für mich persönlich, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will nicht irgendwie 1000 Beats, die bauen jeden Tag 5 Stück und hoffe, dass da irgendwie einer mal von irgendwie oder so, dann mache ich lieber meine eigene Sülze so, bleib vielleicht auch in der Nische kleben, aber habe irgendwie so für mich ein, für meinen Geschmack künstlerisch wertvolles Projekt so, wo ich einfach mich selber austoben kann. Ist ja auch irgendwie überhaupt nicht unlegitim, auch einfach Typebeats zu machen, so, aber mein Approach ist es halt nicht. Ich will halt einfach mich irgendwie ausdrücken und einen Sound machen, der irgendwie mein Klangverständnis, mein musikkulturelles Verständnis und so irgendwie widerspiegelt und daraus irgendwie idealerweise irgendwie eine neue Sache schaffe. So.